Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wo sind wir diesmal gelandet? Nicht bei uns im Wohnzimmer, auch nicht irgendwo in einer Gaststätte und wir zeigen euch irgendwo, wo es lecker zu essen gibt. Nein, wir sind in Ernst an der Mosel, in der Vinothek, die direkt zu dem Stellplatz am Weinberg gehört, wo ihr dann auch die Anmeldung findet. Wir haben uns schon angemeldet und wollen dieses Wochenende in Ernst verbringen. Warum? Heute geht nämlich hier in Ernst der Nachtumzug. Wir haben kurz vor Karneval, nächstes Wochenende ist Karneval und hier wird heute Abend richtig mächtig gefeiert. Mal gucken, ob wir euch da noch das ein oder andere Bild nachher einfangen können. Wir zeigen euch wieder alles rund um Ernst und um die Umgebung. Wir sind hier nicht weit von Cochem, das sind 3-4 Kilometer, dann sind wir in Cochem, bekannt durch die Reichsburg, wunderschöne Altstadt am Markt und natürlich die Mosel. Wir wollen gleich los, dafür wollen wir mit dem Rad nach Cochem fahren, euch den Ort zeigen hier. Ernst selber hat einen schönen historischen Ortskern und Wein, Wein und vielleicht heute Abend auch noch ein bisschen Gesang. Ich kann euch die Vinothek nur empfehlen. Ich blende sie mal ein, den Link natürlich wieder wie immer unter dem Video. Ihr habt hier wunderschöne Flaschen, die gerade als Präsent, wenn ihr euch schon hier anmeldet, als Mitbringsel für zu Hause wunderschön sind. Und gerade wenn ihr für Frauen Geschenke braucht, wir haben es hier die bunten Flaschen angetan. Bevor wir mit euch jetzt rausgehen, zeigen wir euch einen kurzen Einblick in die Vinothek, falls ihr von hier etwas mitnehmen möchtet. Und probieren könnt ihr hier natürlich selbstverständlich auch. Hier mein Highlight, das sind diese wunderschönen blumenbedruckten Flaschen. Ich finde die mega, gerade wenn man für Mädels ein Geschenk sucht, finde ich die ganz, ganz toll. Und wenn man sagt, zu so einer tollen Flasche gehören natürlich auch die passenden Gläser. Findet ihr die hier natürlich auch. Ist das nicht schön? Also da habt ihr doch schon direkt ein recht schönes Mitbringsel. Es gibt auch wie hier diese Vesperpackungen, es gibt alkoholfreien Wein. Es gibt auch andere Leckereien, Essig, Öle und verschiedene Kräuter, Gelees, Tees. Und ansonsten haben wir hier alles rund um den bekannten Moselwein. Inklusive zu der Jahreszeit auch noch Glühwein, weil wir haben heute den 3. Februar 2024 und da ist es ja bekanntlich noch Winter. Sollen wir nach Cochem fahren? Ja, vor links. Fahren wir einmal durch den Ort, gucken mal, wo das Festzelt ist. Ne? So wie die Dame eben von der Vinothek gesagt hat, wohnt hier da oben unser Prinz. Und heute Abend geht hier wohl richtig die Post ab. Nach dem Motto, Ernst versteht Spaß. Steht ja so auf der Homepage, also habe ich jetzt nicht erfunden. Ach guck mal, das ist Mosellandmuseum. Da habe ich mal ein Video zugesehen. Gastronomie hat jetzt, glaube ich, zu. Kannst nämlich schön draußen sitzen, hinten eine Terrasse, Blick auf die Mosel hier. Nee, scheint aber aufzuhaben. Das ist alles. Philips Bistro ist geöffnet, steht für Dove auch dran, so wie ich. Interessantes Museum, alles zum Thema, wie heißt es, Weinanbau in den 50er und 60er Jahren. Ach, hier ist ja auch noch ein Weinautomat, immer mehr. Irgendwas ist da heute Abend. Party! Mhm. Hast du da auch gesehen? Ich spiele jetzt das Ernst am Memory. Oh, alles zu. Mal gucken, ob ich das noch. Das ist eine Schlange. Die will ich gar nicht. So, mal gucken, ob ich das kann. Jetzt ist aber Schluss. Ah, habe ich das schon gewonnen. Ja, ich auch. Die habe ich vergessen umzudrehen. Ah, guck, guck, ich habe nicht geschummelt. Ja, du hast nur geschummelt. Die ist hier. So. Aber die Mosel, die hat... Nee, da war eine Schlange. Jetzt hör mal auf hier, wir wollen... Ich will doch spielen. Wir wollen den lieben Zuschauern doch zeigen, dass die Mosel kein Hochwasser mehr in dem Sinne hat. Hatte, ja, das ist mal richtig. Aber
Oh, da hinten sieht man noch Gestrüpps rumliegen. Ja, du siehst ja auch dann, ne, der Baumstamm, der da oben liegt, hinten. Da hinten ist ja der Fahrradweg, also der Baumstamm liegt ja da bis auf dem Radweg. Ah, ein altes Ding, nett. Ich glaube, ich habe nicht gesehen, dass Alfred filmt. Sorry für die Gesangseinlage. Hast du die Kutsche da gesehen? Samstagmittag, kurz vor 13 Uhr, kochen, Promenade und was soll ich euch sagen? Es ist trotzdem relativ voll. Ich weiß zwar jetzt nicht, was wir genau machen, auf jeden Fall mal zum Markt, ob wir da oben zur Bo hoch wollen. Da sind die Führungen auch nur bis 15 Uhr, weiß ich jetzt noch nicht. Wir eiern jetzt einfach mal rum und gucken, was man so machen kann, wenn man kein Sightseeing machen möchte oder so. Shoppen. Nein, kein Shoppen. Nein, kein Shoppen. Müssen wir mal gucken, ob wir mit. Da geht es in die Innenstadt auf jeden Fall. Also hier gibt es ganz skurrile Dinge hin. Die ganzen Restaurants, die sind irgendwie wie so Ritterhöhlen, ne? Ein bisschen Katakomben ähnlich und so. Schlängeln wir mal durch. Gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht kriegen wir das eine oder andere für euch auch im Bild festgehalten. Weiter geht's. Hier geht's dann zur Burg hoch. Aber da ich Alfred unten geparkt habe, werde ich das mal lassen und wieder zurückgehen. Ein alter Trinkwasserbrunnen mit der entsprechenden Pumpe. Kleine Änderung, hab das Go von meinem Mann, dass ich hochlaufen kann. Er flutscht ein bisschen durchs Internet. Die Cafés waren von den Außenplätzen her ja alle besetzt. Hinten wäre auch noch ein Shuttle-Service, um zur Burg hochzukommen. Besichtigt werden kann sie wohl nur im Rahmen von Führungen und jetzt im Winter bis 15 Uhr. Und ohne Alfred würde ich es auch nicht machen. Aber ich gucke mal, wie weit ich komme, weil ich finde die schon sehr imposant und vor allem interessant von der Bauweise. Da haben wir noch einen Sessellift, aber der fährt heute auch nicht. Vieles ist noch in der Winterpause, viele Geschäfte haben Betriebsferien, wie auch die Lokale, steht aber auch ein ganzer Teil leer. Auch hier das gleiche Bild, was wir von den anderen Moselorten kennen. Irgendwie war der Tourismus hier schon mal populärer denn jetzt.
Schon wieder am Markt. So toll. Hi Leute! Hi! Ich hätte dir doch besser die Lichterkette auf die Glatze gemacht. Ja, dann würde mich jetzt erkennen, ne? Ja. Würde jeder denken, du gehst im Zug mit. Wir Karnevalsflüchtlinge, jeder ist Karnevalszug. Wir sind im Karneval geflohen und was passiert? Hier geht heute der Karnevalszug von Ernst Hillau, der Ernster Casecap oder so ähnlich. Und hier geht heute Abend ein Lichterumzug. Die haben sich hinten neben dem Wohnmobilstellplatz aufgestellt. Also wir haben schon eine Menge gesehen und sind jetzt mal neugierig, was da kommt. Weil das sieht ja schon mal vielversprechend und einladend aus. Hier ist das ganze Dorf auf den Beinen. Und wir mischen uns jetzt mal unter den Einheimischen. Ich hoffe mal, dass wir nicht auffallen. Ist fast wie in Köln. Wir warten auf den Zug, ne? Wieso stehen wir im Hauptbahnhof oder was? Klar, gleich fährt der ICE ein. Wusch! Du bist wusch. Du bist wusch. Besser als wuschi. Ich hoffe, dass der auch direkt hier rumkommt und nicht zuerst da unten rumfährt. Nee, er wäre ja da gesperrt. Aber es füllt sich, der Glühwein zieht die Leute hier magisch an. Wir stehen hier am alten Markt, hier war wohl früher der Marktplatz. Und immer mehr Leute leuchten und vor sich hin, nicht wegen dem Glühwein, sondern weil sie einfach entsprechend maskiert sind. Der Zug geht. Genau. Da hinten ist noch fleißige Glühweinlaune. Aber hier tut sich langsam was. Das heißt hier Kind. Das heißt hier Kind, ja. Das ist hier eine andere Dialekt als ja, bei uns. Ja, da müssen die sich umstellen. Was heißt das? Das ist auch gut. Ja. Das heißt ja auch nicht der, sondern der. Ich sag auch Allah, aber nicht Hello. Genau, ich muss nämlich mal aufpassen, dass ich hier nicht. Muss ich aber aufpassen, wir kommen von Alaaf eigentlich. Ist in Ordnung. Alles klar. Komm mal mit Bla. Alles klar. Hallo. Hallo. Leuchtet so schön. Das heißt ja nicht, dass man hinter der Kamera nicht trinken darf. Ich kann es ehrlich sagen, das ist mir lieber als Kamelle. Das wird ja. Da sagst du was, die haben jetzt schmale Trecker. Guck mal, was da kommt. Da kommt die ganze MAN. Ja. Und Lars Warren habe ich schon mitgesprochen. Ja. Also der Junge kann fahren. Bestimmt Morello privat. Das war Maßarbeit. Das ist doch was für uns Womo-Fahrer. Also wenn er das schafft, dann kann er Testfahrer bei Morello werden. Hello! Hello! Hello.
Ja, ja. Nee, nee, okay, ich singe nicht. Ich darf ja nicht singen. Trotzdem zieht die Karawane, Leute. Sophia, sie haben ja auch Glühwein. Da ist der Glühweintrag. Der Ort Ernst hat einen schönen historischen Ortsrundgang, den ich gestern noch gegangen bin. Ich hatte aber nur das Handy mit. Und an der Stelle blende ich euch einfach mal die Bilder mit den schönen Fachwerkhäusern, die ihr hier sehen könnt, ein. So sehen Trauben aus, wenn sie nicht geerntet werden. Also die sind schon jenseits des Stadiums des Eisweins. Bestimmt wundert ihr euch, wieso es jetzt in die Weinberge geht. Der Plan war eigentlich, dass wir heute Morgen mit dem Fahrrad noch Richtung, das haben wir da hinten, Erdiger Eller, Alf, in die Richtung fahren, sein Aldegrund. Aber Alfred geht es gar nicht gut, hat eine richtig fette Magenverstimmung und daher wird jetzt wieder gewandert. Von da oben hast du wunderbare Ausblicke auf die Mosel und die will ich euch jetzt mal zeigen. Direkt hinter dem Stellplatz, hier haben wir ihn ja, gibt es ein gut ausgebautes Wanderwegenetz mit einer sehr schönen Beschilderung und ihr habt viele Möglichkeiten, hier euch die Beine zu vertreten. Schauen wir mal auf dem Schild. Ne, geradeaus geht es nach Ellens-Poltersdorf. Bruttig-Frankel haben wir in 2 Kilometer. Ihr könnt auch nach Kochem laufen, das ist unten entlang. Und zum Moselstieg gibt es hier entsprechende Zuwege, die euch auch dahin führen. Weinlehrpfad, der ist auch recht interessant, gibt uns viele Eindrücke zu den unterschiedlichen Rebsorten und zu der Arbeit der Winzer. Der ist echt nett, führt um den Ort, durch Teile des Orts. Den kann ich euch auch nur empfehlen, der ist auch relativ gut und familienfreundlich zu gehen, ohne dass man aus der Puste kommt. An der Stelle fällt mir gerade ein, bin ich schon gegangen. Also das eine oder andere haben wir ja schon im Video festgehalten. Habt ihr unsere anderen Videos eigentlich schon gesehen? Schaut mal in unsere verschiedenen Playlists, wo unsere Berichte von unseren Wochenendtrips und unseren Reisen sind. Auch eine Playlist zu Tipps und Tricks rund um das Wohnmobil, weil Alfred ja gerne umbaut, bastelt und macht. Und wenn ihr sagt, Mensch, die kann ich mir öfters angucken, lasst uns doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und Kommentare unter den Videos, die machen das Ganze echt noch interaktiver und ich antworte euch gerne, tausche mich mit euch aus, lerne dazu, nehme Anregungen an, wo kann man noch hinfahren, wo sagt ihr, Mensch, fahrt mal dahin, macht da euch so ein Video, das wäre was für euch. Lasst es mir einfach mal in den Kommentaren da, würde mich mega freuen. Denn auf Instagram und Facebook, da schreibt ihr mit mir sehr viel, ich antworte euch und es haben sich schon wirklich tolle Communities gebildet, wo man sich austauscht. Die Welt ist klein, der eine wohnt bei uns um die Ecke, der andere
kennt Leute, die man auch selber wieder kennt. Echt cool. Oder man erkennt sich auf Stellplätzen wieder. Finde ich auch mega schön. Aber schreibt es einfach mal unter den Kommentaren in den Videos. Und dann lassen wir doch mal gucken, was wir da alles so zusammenbekommen. An der Stelle sage ich schon mal Danke. Und wir freuen euch. Nein, wir freuen uns, dass es euch so gut bei uns gefällt. Und zu einem Berg. Wegbiegung drumherum gegangen und schon hast du ganz anderes Wetter. Hier ist es sehr nieselpieselig und an der Stelle könnt ihr aber sehr schön sehen, wie hoch das Wasser an der Mosel war. Ihr seht die braune Färbung da unten am Gras und auch bei Ernst stand das Wasser wirklich bis zur Straße. Also das war schon heftig, was hier in den letzten Tagen für Hochwasser war. Ich hoffe, man erkennt es. Also das ging hier auch ganz schön. Gehen wir mal ein Stück weiter. In der Hoffnung, dass ich ein Schild finde, wie der auch da unten heißt. Ich habe den Namen vergessen. Junkel, Funke. Auf jeden Fall auch hier gibt es eine Brücke, dass man rüberfahren kann. Geheimnis gelüftet. Das ist unten Rotig. Mit einem kleinen Campingplatz, der aber jetzt Winterpause hat und alles von dort auch wegen dem Hochwasser in den Wintermonaten abgebaut wurde. Hinten haben wir noch die Schleuse und da haben wir Erlang-Poltersdorf. Bis da werde ich vielleicht nicht mehr laufen, aber wir gehen noch ein Stück weiter. Dort nehme ich immer Wasser. Den Weg Erlebnis Moselkrampen und ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass man festes Schuhwerk, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit haben sollte, weil es sind bis nach Ellenspoltersdorf noch ganze 3 Kilometer. Und diese Tür lässt dich nochmal überlegen, ob du wirklich da gehen willst. Also hier der Weg schmal, unbefestigt, da sieht man schon, was auf einem zukommt. Da ich ja beides an Bord habe und das mit der Schwindelfreiheit ja sowieso so seine Sache ist bei mir, versuchen wir es mal und schauen, wie weit wir kommen. Im Moment ist es ähnlich wie auf dem Langhalsweg. Von daher bin ich hier zuversichtlich, dass wir da ein Stück gehen können. Wobei die Punkte, wo ich die Kamera ausmache, höher werden, weil, guck mal, das ist der Weg. Es geht ganz schön hoch. Kleine Erdrutsche inklusive. Also von daher sollte man aufpassen und hier vorsichtig sein. Den 4. Februar und was soll ich sagen? Bald ist Ostern. Hängt hier einfach so im Wald. Dann haben das Nest vom Osterhasen. Unten liegt noch ein Ei. Und da liegt noch eins. Hier gar nicht mehr so weit weg sein. Schaue ich mich mal was genauer um. Also die Vegetation an der Mosel ist ja zumindest der bei uns zu Hause weit voraus. Hier blühen schon die Fragezeichen. Wisst ihr, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich komme bald nicht auf den Namen. Seht ihr, die Dinger meine ich. Also das Schild am Eingang zum Moselkrampen war wirklich nicht umsonst. Immer wieder sind hier Abgänge des Bodens. Hier läuft es sich gerade gut. Okay, die Schaufel hat schon ein bisschen Moos angesetzt. Aber teilweise ist es wirklich sehr, sehr schmal.
und steil direkt neben dem Fußpfad. Und da der Boden ja auch nass ist und rutschig und durch den Schiefersplitter, der hier überall liegt, muss man schon furchtbar aufpassen. Ich mache jetzt mal wieder aus, weil jetzt geht es ja steil runter und ich brauche unten beide Hände, um zu balancieren. Ich wollte den Weg ja bis zum Ende gehen. Oh, hier sieht man noch eine Trampelspur. Hier ist so eine Art minimaler Bachlauf. Da siehst du noch, dass durchgegangen wurde. Und danach, bin ich ganz ehrlich, da vorne ist ein Schild. Ha! Da ist eine Tafel, die ja nicht umsonst da vielleicht steht. Also das heißt, hier durch das Laub siehst du gar nicht mehr, wo der Wegverlauf ist. Also ich komme mir jetzt vor wie Old Shatterhand oder wer auf Spurensuche. Aber die Luft ist herrlich, es ist echt toll. Und das Genieselt, das macht so richtig schön die Lunge frei. Herrlich. Süß. Da ist eine kleine Schutzhütte. Schauen wir uns doch mal die Aussicht an. Und nun, da komme ich weder drüber noch drunter, ne? Oder drumherum. Weiß ich noch nicht, was sinnvoller ist. Den Spuren nach ist hier auch schon einiges weggerutscht. Die Kombination von drunter und drüber hat es geschafft. Oder ich habe das Gefühl, das wird jetzt immer unwegsam. Jetzt wird es auch windig. Ich hoffe mir nur nicht, dass mir damit der nächste Baum. Hier sind so viele mittlerweile umgestürzt. Ich mache mal eins. Jetzt wird es wieder holprig. Jetzt will man mit mir aber hier den Härtetest machen. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Der Entschluss steht fest. Ich kapituliere, weil dahinter sind wieder Bäume umgefallen. Also das ist noch alles frisch und ich weiß nicht, da bin ich jetzt echt zu ängstlich, was da noch rutscht und nachkommt. Und wie es weiter aussieht. Ich denke mal, ich werde zurückgehen. Ich gehe zurück und gehe auf Nummer sicher. Hier krachte gerade ein Baum. Meine Brille ist aber vom Schwitzen, weil ich so schnell gehe, so beschlagen, dass ich nichts sehe. Brillenputztuch habe ich natürlich prompt vergessen, weil ich es in der anderen Tasche habe. Und irgendwo da hat es gerade fürchterlich gekracht. Und da geht mein Weg heute. Ich warte jetzt einen Moment, ob ich noch was höre. Und versuche irgendwie die Brille wieder ein bisschen Durchsicht zu geben. Und dann geht es im Turbo wieder weiter zurück bis zu diesem Türchen. Ich will zu Alfred. Mein Fazit zum Moselkrampen, richtig geiler Weg. Also wer ein bisschen Action unter den Füßen mag, definitiv hier gut aufgehoben. Tut mir echt leid, dass ich ihn nicht bis zum Ende gehen konnte, weil
wie gesagt, da wusste ich weder drum noch drüber noch drunter zu kommen. Ich hatte nicht mehr weit, so wie ich nachher sehen konnte, vielleicht noch einen Kilometer, dann wäre ich ja fast durch gewesen. Bin ja dann doch zwangsweise zurückgegangen, was gar nicht so schlimm war, wie ich vermutet hatte. Habe aber auch echt Speed gegeben. Bin pitch nass geschwitzt und jetzt wieder auf dem breiten Weg, wo hier auch die Nutzfahrzeuge der Winzer fahren. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, war das eine Tour nach meinem Geschmack. Da war der Langhalsweg eine zweispurige Bundesstraße gegen, aber wer nicht die 0815 Wege gehen möchte oder auch körperlich so fit ist, dass er sich so eine Herausforderung zumuten kann, kann ich nur empfehlen. Ich war da völlig allein mit der Natur und beachtlich war auch, wie laut die Schleuse nach oben ihr Getose dringen lässt. Ich war ja noch ein ganzes Stück bis hinter der Schleuse und auf dem Hang hat früher auch Rebanbau stattgefunden. Überall waren halt diese Pinne, diese abgebrochenen Pinne zu sehen zwischen den Bäumen. Und jetzt war das schon eine Herausforderung, auf dem Weg ein bisschen rumzukraxeln. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend die Arbeit eines Winzers sein muss. Vor allem, wenn er vielleicht keine 30 mehr ist und sich echt in diesen Steillagen, und es geht noch steiler, zurechtfinden muss. Im Ernst gibt es für Schlechtwetter auf jeden Fall ein super Tipp und auch zum Essen. Das Mosellandmuseum mit Philipps Bistro. Philipp haben wir gerade kennengelernt. Cooler Typ. Vielen Dank, du bist echt Töfte. Es gibt hier Frühstücksbuffet, es gibt Sonntagsbraten und entsprechend auch noch so eine Karte und super Kuchen, den backt nämlich die Oma. So, wir gucken jetzt mal, wie das Winzerleben in den 50er und 60er Jahren war. Und da haben wir ja hier schon entsprechend eine richtig schicke Kutsche, ne? Wobei das jetzt natürlich kein Traktor ist, sondern ein Auto, ne? Ja, das ist nämlich ein Auto von 1941. Die reinsten 7-Meilen-Stiefel. Ja, fräsen wenig. Ja, wie soll ich sagen? Aufwühlen, Vertikutierer, nee, Schuffeler. So Schuffel, Schuffel. Ja, das nennt man Schuffel, wenn ich das mit der Hand mache. So. Bodenauflockerungsgerät. Flug. Ja, okay. Ich kam nicht auf den Namen. Ja, der Flug war aber jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Das sind aber Flüge. Wenn das kein Flug ist, war das eine Lüge. Ja, war aber keine Lüge, war eine Flüge. Ein Flug. Das gibt die Oma drauf. Meinst du die Oma? Ja, du passt farblich dazu. Fahrschule? Ja, musst du auch lernen. Ja, klar. Museum ist mit Liebe gemacht. Ach, ein Ärmelbrettchen, das habe ich letztens weggeworfen. Aber so einen Nähkorb habe ich auch noch immer. Habe ich mir sogar noch bei Prüm extra einen neuen gekauft, weil ich ihn irgendwo einen gefunden habe. Die Nähmaschine hatten wir da auch, haben wir noch. Die haben wir doch nachher weggegeben, ne? Mhm.
Scheiße, bin ich alt, wenn ich das sehe. Mein Krempel steht schon im Museum. Pass ich auch schon bald hin, ne? So als Ausstellungsstück, so. Passt. Bleib mal stehen. Ich komm dich nächstes Jahr holen. Geht doch. Da ist noch Handarbeit. In so einer Pfanne habe ich auch noch drin gesessen. Allerdings im Sommer im Garten als Planschbeckenersatz. Bestellt. Ja, Kuchen. Ich auch. Bekomme jetzt endlich meinen Käsekuchen. Ja. Weil zu dem Museum gehört ja hier auch dieses Philips Bistro und da kannst du lecker Kuchen essen. Die sind hier alle mega cool drauf und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr mal ein Wochenende oder auch in der Woche hier seid, Öffnungszeiten weiß ich jetzt nicht genau, aber den Link blenden wir euch unten ein, dann kommt mal hierher. Für uns ein toller Ausklang von diesem Wochenende. Richtig, und jetzt freue ich mich auf den Kuchen. Genau. Wir zeigen ihn euch gleich aber noch. Ciao, ciao. Happy Coffee. Ich habe meinen geliebten Käsekuchen. Und guck mal hier, als Untertasse gibt es Holzbrettchen. Alfred wird die Nacht gebrauchen, wenn die schmutzig sind, dann in den Kamin werfen, dann statt zu spülen. Aber so abschleifen. Oder so. Ich aber auch, also, so ist das nett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt gesehen, was die anderen, weil wir sitzen hier direkt vorne am Eingangsbereich, was die anderen bekommen. Bestellt euch hier einen Burger und esst den Kuchen erst zum Nachtisch. Und wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Burger. Super sehen die aus. Okay. Wir sind ja auch noch nicht weg. Dann wollen wir es. Genau. Jetzt zu dem Wochenende. Einen ganz, ganz lieben Gruß an alle Ernster. Ihr seid mega cool. Ernst ist definitiv anders. Man fühlt sich hier direkt wirklich willkommen, super aufgenommen. Und ich kann euch, oder wir, ich bin ja nicht alleine unterwegs gewesen, Ernst und die Umgebung nur empfehlen. Eigentlich ist dem gar nicht viel zuzufügen, außer Welcome to Ernst. Ernst ist anders. Hier kannst du wandern und Spaß haben und auch noch guten Wein trinken. Und wie wir gerade gesehen haben, lecker essen. Kommt her, hier ist für jeden etwas dabei. Wir haben das Wochenende richtig genossen, trotz des Niesel-Piesel-Wetters und werden definitiv wiederkommen. Ich sage wieder an der Stelle danke. Schreibt uns unter den Kommentaren doch mal, ob ihr schon mal hier wart. Würde mich interessieren, wie ihr es hier so empfunden habt. Also an der Stelle tschüss und wie immer ein schönes Wochenende. Ja, ciao. Ciao.